Also dann, also wir können ja mal herzlich willkommen sagen, es ist 10 Uhr, also und wenn dann jetzt noch Leute dazukommen, ich bin Achim von Daimler und dann haben, Katharina, mach du weiter. Genau, Katharina von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Genau, wir sind in dem Team, die sich mit der, ja, mit dem Update des Community Management Guides beschäftigen. Das habt ihr wahrscheinlich in der Beschreibung gesehen. Und es sind noch andere Leute, die immer wieder im Team dabei sind. Auch heute hier könnt ihr mal kurz Finger strecken, Hand strecken. Ja, Tanja und Alfred zum Beispiel. Das heißt, ja, aus erster Hand, wir würden euch gerne zeigen, was, was wir gemacht haben im letzten Jahr. Wir haben ja letztes Mal auf der LernOS-Con uns als Team zusammengefunden und haben einige Dinge gehirnt, spannende Sachen wie den Lernpfad, die Best Practices und so weiter, Strategie aufgehübscht, aufgebrushed und das würden wir gerne teilen. Aber ja, vielleicht zuerst mal, was bewegt euch? Wo seid ihr gerade? Habt ihr gerade ein Getränk dabei? Vielleicht einen kurzen Check-in oder was erwartet ihr vielleicht auch einfach? Einfach mal so in drei Sätzen reihum. Und ich glaube, wenn ihr wieder die, ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist mit Strecken. Also ich sehe hier eine Reihenfolge. Alexandra, Alexander, könntest vielleicht, rufe ich einfach mal dich auf. Ja. Genau, einfach Begrüßung, hallo, wer bist du? Ach so, schon wieder, haben wir doch eben alle, gut. Ja, okay, also, alles klar, gut, okay, ich bin der Alex, ich bin der Alex konkret, von der LV, ja. 1871. Mich interessiert das Thema Community Management, versuchen wir auch immer mal wieder bei uns im Unternehmen, aber irgendwie, es fängt immer an, aber es das ist das Thema nachhaltige Verankerung, von dem ich vorhin auch gesprochen habe. Mich würde interessieren, wie man es sozusagen am Leben hält, ohne dass es da laufend Leute gibt, die da immer wieder Kraft investieren müssen, damit es, also wie ein Motor, ne, dass der nicht einfach abgewürgt wird. Reicht das? Ja, danke, sehr gern. Kerin hat gesagt, er hört nichts. Ist das jetzt, bei mir kommt immer wieder Verbindungsfehler. Okay, es sind einige rausgefallen. Gut, aber machen wir einfach weiter. Mhm. Sonst meldet ihr euch nochmal, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wer wäre denn der Nächste? Ja, Albert. Entschuldigung, kann man mich hören? Ja, sehr gut. Ja, ich bin jetzt gerade eben gekommen, deshalb gehe ich davon aus, dass ich mich kurz vorstellen soll, oder? Richtig. Ja, einfach, warum bist du jetzt hier bei Community Management? Was interessiert dich da dran? Oder auch, welches Getränk hast du gerade neben dir stehen? Ich habe jetzt gerade einen Kaffee, genau. Also Albert Decker, ich bin bei der Evangelischen Akademie in Bad Boll, bin jetzt seit 1. Juni für die digitale Transformation offiziell zuständig. Vielleicht vom Rahmen ein bisschen. Wir machen also ungefähr 150 Tagungen im Jahr mit so ungefähr um die 10.000 Teilnehmer. Wir haben natürlich jetzt umstellen müssen und das Thema Community Management ist für mich jetzt so ein Thema, wo ich jetzt so ein bisschen in den nächsten Schritt gehen möchte. Das heißt, wie können wir unsere Teilnehmer auch in Communities langfristig zu Diskussionen anregen? Ja, jetzt geht's. Das Unternehmen blockiert das. Danke. Genau, das war's eigentlich schon. Gut, dann Alfred. Entschuldigung, ich war da noch im Support drin. Kann man mich hören, oder? Ja. Ja, man kann dich hören. Ja, ja. Ja, mich interessiert das Thema Community Management heute. Natürlich auch Input von euch allen aus der Praxis und ich glaube, das, was der Alex auch schon gesagt hat, wie man dann eben das nachhaltig am Leben hält und vital. Gut, danke. Jetzt ist Magnus an die erste Stelle gerückt. Magnus, Magnus und Community Management. Was habe ich getan? Weil ich ein bisschen zu spät gekommen bin, sorry. Ja, ich versuche es nur, dass ich niemand vergesse, aber ihr könnt ja nachher auch sagen. Genau, mich interessiert Community Management eben für die Communities, die wir so sich mit der Zeit so gebildet haben, wie halt unsere Guides Exchange Community hauptsächlich, also wo es um Guide- und Multiplikatoren-Netzwerke geht, wo erstmal wir uns als mehrere Unternehmen austauschen, als auch natürlich diese Communities eben natürlich auch in unseren Firmenkonzernen eben aufbauen. Super, danke Magnus. Andreas? Ja, ich bin... mich interessiert das Ganze, weil ich ehrenamtlich tätig bin im Verein, im Vorstand
für die GFWM, Gesellschaft für Wissensmanagement. Und da müssen wir gründlich, sag ich jetzt mal so ins Blaue hinein, noch Community-Arbeit leisten. Und was ich ganz spannend fand, war auch auf jeden Fall noch der Community-Canvas und wie man damit vielleicht auch arbeiten könnte. Und dann natürlich auch der Community-Management-Guide, den ihr jetzt entwickelt, der interessiert mich noch nicht. Mhm. Ja, super, das trifft sich gut, weil der Community-Canvas spielt im Guide jetzt auch eine Rolle. Haben wir eingebaut, referenziert und auch genutzt. Anke. Ja, hallo. Ich bin Organisationsentwicklerin und Coach und mich interessiert das Thema, weil ich gerade mit einer Verwaltung darüber spreche, dass wir so in Richtung Wissensmanagement eben mit so einem Community-Ansatz was machen wollen. Das habe ich da reingebracht und da kommen jetzt die Gespräche. Ja, und ich erhoffe mir davon, dass eben so dieser Community-Gedanke dann in der Verwaltung da mit weitergetragen wird. Deswegen bin ich ganz gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Super. Vielen Dank, André. Und dann ist da die Heidrun. Ja, hallo. Mich interessiert der Community-Management-Ansatz, weil wir im Unternehmen ein Social Intranet einführen und gerade uns erst auf den Weg machen von der zentralen hierarchischen Kommunikation in Richtung Netzwerkkommunikation. Und da ist das natürlich super spannend. Danke. ESN spielt für uns, viele für uns, eine große Rolle, glaube ich. Dann wäre die Karin da. Ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch. Ich habe es jetzt auch geschafft, dass ich euch höre. Bei mir ist, ich habe schon in einigen Projekten ging es um Communities, aber ich habe es eigentlich immer eher so aus dem Bauchgefühl und so rausgemacht und habe jetzt auch noch ein paar Ideen, wo es stärker um das Thema gehen sollte und dachte ich, vielleicht vertiefe ich mich da mal ein bisschen rein und deswegen wäre ich gespannt, was der Guide zu bieten hat oder was ihr da reingepackt habt. Mhm. Danke. Dann Kunal. Hallo, guten Morgen. Ich agiere aktuell als Community Manager seit über ein Jahr für eine Firma, aber das hat mit einem Kurs zu tun. Das heißt, ich habe eigentlich weniger Einblicke in Community Management in Unternehmen und das würde mich heute sehr interessieren. Ich betreue parallel das Infodesk heute und bin ab und zu mal dann weg von Kamera, nur damit ihr weißt, damit es nicht zu ablenkt. Ja, ist auch eine aktive Art von Community-Arbeit. Gut, danke Kunal. Patricia? Ja, entschuldigt bitte die Störung vorhin, ich hatte technische Probleme und plötzlich klappte es. Also, ich bin die Verantwortliche für Change Management und User Adoption im Projekt Digital Workplace in meiner Unternehmung in der Schweiz, in einer großen Versicherung. Und da betreue ich natürlich diverse Communities, die Change Communities etc., die Champions und so. Und das ist ein hochaktuelles Thema für mich und deshalb sehr, sehr interessant. Danke für die Session. Eben. Super, Philipp. Ja, hallo, Philipp Schröder, mein Name. Ich komme von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Und neben dem Fakt, dass die Katharina, meine Kollegin, hier präsentiert, interessiert mich auch das Thema sehr, weil wir neben internen Community Management in das Unternehmen oder in die Unternehmensstruktur hinein auch oftmals Netzwerke oder Projekte beraten, die in Netzwerken agieren, also mit den Partnerorganisationen vor Ort. Netzwerke aufbauen und ich nutze gerne Community Management als Anregung für die Netzwerkberatung. Daher hoffe ich auf Inspiration heute. Mhm, cool. Silvia. Ja, guten Morgen erstmal. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ich habe einen Kaffee bei mir und mich treibt die Neugier hierher, weil in der Stiftung, in der ich arbeite, wir jetzt eine Digitalstrategie haben und ich bin in der Projektgruppe Weiterbildung und habe halt die Idee oder überlege mir, wie bekomme ich oder wie schaffen wir das, dass unsere Mitarbeiterinnen auch teamübergreifend miteinander kommunizieren und Synergieeffekte leben, sage ich jetzt mal. Und
die Stiftung hat nur 360 Mitarbeiterinnen und von daher frage ich mich immer, ist das Community Management zu hoch gegriffen oder zu weit gegriffen, zu komplex? Und ja, bin gespannt auf Anregungen und wird auch dann natürlich den LernOS-Faden mit in Anspruch nehmen wollen. Sehr schön. Dann Tanja, du bist jetzt aus meiner Sicht hier die Letzte, aber wenn dann noch jemand fehlt, Tanja. Ich habe noch den Thomas nach mir da stehen. Aha. Schönen guten Morgen. Ich arbeite seit 2006 im Community Management und berate seit über 10 Jahren und schule Unternehmen, alles, was mit Community Management, den Aufbau von Communities zu tun hat. Und ja, bin Mitglied im Team, das diesen Guide hier entwickelt und deswegen heute Morgen hier. Ja, super. Gut, wen haben wir jetzt noch nicht gehört? Mich, aber von mir hören wir jetzt ja gleich was. Ja, ich genau. Katharina Lobeck bei der GIZ, genau. Und hier ist noch Thomas Jennewein. Ist aber so ein komisches gelbes Symbol, also... Der hat technische Probleme. Kann uns nicht hören, hat technische Probleme. Ich würde sagen, wir legen los. Gut, dann fangen wir an mit einer Übersicht. Was können wir bieten? Ich meine, die Zeit rast. Genau. Ich denke, wir gehen nicht so tief ein auf die Vorgeschichte, aber vielleicht mal kurz einen Überblick. Was haben wir jetzt eigentlich? Also vielleicht für alle die, die jetzt den Community Management Guide noch gar nicht kennen, 2014/15 ist es aus einem Benchlearning bei der Cognion Akademie hervorgekommen. Das haben halt große Unternehmen sich zusammengetan, um sich wirklich auch mal strategisch diesem Thema anzunehmen. Und daraus ist dann tatsächlich, es gab tatsächlich auch so eine Art Playbook, Hackathon, also 2 Tage intensives Arbeiten an einem Playbook für Community Management. Und daraus ist der Guide hervorgekommen in seinem Stand bis 2020, ja, und da steckt wahnsinnig viel Praxis drin, wahnsinnig viel Wissens, Best Practices, da stecken natürlich Literaturlinks drin, aber da stecken auch ganz viele Ideen für tolle Maßnahmen, wie man Communities wirklich dann auch lebendig macht drin, wirklich aus der Erfahrung dieser Unternehmen heraus. Und wir haben uns als Team letztes Jahr, vor einem Jahr zusammengefunden und dann einfach mal gebrainstormt, wie könnte man das jetzt noch weiterentwickeln, und es sind ja auch schon wieder 5 Jahre vergangen, seit der entstanden ist, wie könnte man es vielleicht auch updaten. Genau, und daraus ist jetzt diese Initiative entstanden. Und vielleicht mal kurz einen Überblick, was jetzt tatsächlich neu ist, was wir zu bieten haben. Dann könnt ihr natürlich auch Fragen stellen und dann, Katharina, würdest du einfach mit dem Lernpfad weitermachen. Ja? Genau. Und wir haben das hier so eingeblendet. Ich weiß, das ist ein bisschen klein. Ich habe nochmal den Link für das Conceptboard da in Chat gepostet. Da könnt ihr auch dort drauf gucken. Mhm. Katharina, kannst du mal kurz groß dieses kleine graue Post-it machen, nur damit es alle vielleicht auch sehen. Ich glaube, das ist die Sache von mir. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich probiere was. Irgendwie mit dem Mausrädchen. Ja, red mal weiter. Ich schaue, was ich als technische Einzelnerin hier... Was ist eigentlich neu? Okay. Was haben wir aus der großartigen Vorlage, Version 0.1, haben Sie es bescheidenerweise genannt, aber da steckte irgendwie schon gar nicht, wie gesagt, schon ganz schön viel drin. Was haben wir da Neues gemacht? Ich habe auch gestern nochmal geguckt, da kam jetzt noch ein bisschen mehr auf die Liste. Also erstens mal haben wir am Anfang unserer Diskussion auch gemerkt, viele haben Schwierigkeiten mit den Definitionen. Was ist überhaupt eine Community und welche Definitionen können überhaupt die Bandbreite des Phänomens Community wiedergeben? Dazu haben wir ein Kapitel ergänzt. Wir haben, was bisher auch nicht wirklich so, wir kennen ja alle inzwischen Working Out Loud, da gibt es jede Woche irgendwas und da gibt es konkrete Aufgaben und so weiter. Wir haben uns überlegt, wie können wir das auch noch konkreter fassen beim Thema Community Management, also auch sehr viel in das Thema Lernpfad, 12 Wochen waren es, ne? 12 Wochen investiert. Wir haben ein neues Kapitel zum Thema Community-Strategie drin. Strategie deswegen, ich hatte schon gesagt, es gibt ganz, ganz viele Anregungen zu konkreten Formaten, Aktivitäten im Lernen.
OS Community Management Guide. Aber was da so ein bisschen gefehlt hat und was ich auch immer merke hier bei der Arbeit mit meinen internen Community Manager, so die Frage, ich habe bestimmte Ziele oder ich habe einen bestimmten Bedarf, einen bestimmten Need. Welche Maßnahmen sind denn da jetzt wirklich die geeigneten? Und das haben wir im Thema Community-Strategie gemacht, wo wir einfach Vorschläge gemacht haben zu bestimmten Punkten, Top-Zielen oder Top-Needs, welche Maßnahmen würden da am besten dazu passen. Mehr so als eine Hilfe, jetzt kein fertiges Konzept, aber mehr so als eine Auswahlhilfe, wo greife ich hin, wenn ich zum Beispiel sicherstellen will, dass meine Onboarding-Maßnahmen besser werden, ja, dass ich neue User besser aufnehme und dann Zug um Zug in die Community zum Beispiel eingliedere. Was sind da gute Maßnahmen? Genau, soweit zur Strategie. Und dann gibt es noch an verschiedenen Stellen einige Updates. Wichtig ist es zu Best Practices, weil da waren tatsächlich Beispiele, die auch nicht mehr so ganz verfügbar waren. Best Practices haben wir auch seit 2018, machen wir regelmäßig einen Cross-Company Community Call, wie wir es genannt haben, wo tatsächlich immer wieder im Barcamp, zuletzt im Barcamp-Modus, verschiedene Unternehmen oder Repräsentantinnen von verschiedenen Unternehmen Community-Projekte vorstellen. Und wir nehmen das auch auf. Das steht alles auf YouTube. Können wir vielleicht auch nachher nochmal den Link teilen. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Best Practices und die haben wir einfach auch jetzt zusätzlich noch mit aufgenommen und ein paar alte, die gar nicht mehr verfügbar sind, zum Beispiel auch ausgemistet. Und ansonsten neu natürlich, es gibt ganz viel neuere Literatur, spannende Literatur dazu. Es gibt mehr Infos zu Hilfsmitteln und Methoden. Das erstreckt sich eigentlich über den ganzen Guide. Ja, Fragen dazu? Sonst würde ich an Katharina einfach übergeben und wir gucken uns mal den Lernpfad an. Genau, ich versuche den mal. Ich finde das Scrollen hier immer so unmöglich auf Concept Board. Ansonsten mag ich es eigentlich sehr gerne. So, jetzt kommen wir in Richtung Lernpfad. Also der Guide, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, der hat insgesamt eine ganze Menge an Content, also viel, wie gesagt, ne, Best-Practice-Beispiele, Hintergrundmaterialien, so ein bisschen auch theoretischen Hintergrund, was ist denn eigentlich eine Community im Unterschied zu einem Netzwerk? Und das Herzstück ist aber so ein bisschen dieser Lernpfad, der auch immer wieder auf die Kapitel in dem Guide insgesamt verweist. Das ist eigentlich ganz schön, finde ich. Aber man kann mit dem Lernpfad anfangen und dann sich die Kapitel so nach und nach erschließen. Und da haben wir hier der Alfred, die Tanja, der Achim, ich und Markus, wer noch alles dabei war, haben wir uns ziemlich intensiv mit beschäftigt, was ist eigentlich eine gute Reihenfolge. Und da wäre auch nochmal interessant von euch zu hören, wie hört sich das so für euch an? Passt es eigentlich? Fehlt da noch was? Könnt ihr gerne auch während ich spreche direkt ans Board schreiben, auf diesen gelben Platz, wenn euch da spontan Ideen und Gedanken kommen, dass irgendwas fehlt oder eine Reihenfolge umgestellt werden sollte. Wir sind, wie gesagt, ja noch auf den letzten Metern. Genau, auch eure Fragen, ja, also wenn da Verständnisfragen sind, dann gehen wir auch drauf ein. Eine Frage zwischendurch, wo finde ich denn den LernOS-Guide, also ist der auch auf der Cognion-Seite oder finde ich den woanders? Habt ihr da einen Link für mich? Oder ist der noch gar nicht veröffentlicht? Nee, also den vorhandenen. Wir haben die Links tatsächlich in einem dieser kleinen grauen Post-its, wenn Katharina dich mal bitten. nur um es zu zeigen, ja. Da steht Linkliste drüber und da habe ich den bisherigen Guide PDF-Format und auf dem GitHub vom Cognion verlinkt, aber auch unser Work-in-Progress Google Doc. Ja. Also guckt einfach mal, also vielleicht lassen wir das auch mit Katharina, in diesen kleinen grauen Post-its rechts am Rand findet ihr eine Linkliste. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich jetzt wieder hin und her scrolle, kann ich gleich nochmal einblenden. Das reicht mir schon, das ist... Genau. Das ist okay. Also und wenn ihr das veröffentlicht, dann denke ich mal, dass es auch auf der Cognion-Seite zu finden ist. Alles klar, danke. Momentan gibt es den alten veröffentlichten und dann halt dieses Google Doc als Work in Progress. Genau. Okay. Und der Lernpfad ist jetzt, ne, das sind so ein bisschen die Überschriften. Da gibt es, wie gesagt, dann im Guide jeweils ein Kapitel, ein ausführlicheres zu jedem dieser blauen Bubbles, hat man die Überschrift, Kernfragen und dann, wie man das auch aus anderen Guides kennt, Aufgaben pro Woche, die man da erledigen kann, sollte, müsste. Genau.
Ich würde ja, mal kurz. Entschuldigung, Katharina, ne? Kann ich kurz. Okay. Genau diese Struktur, auf die du da, ich ergänze jetzt nur, ja, also diese Struktur, die du da angerissen hast, die steht auf diesem kleinen grauen, schon wieder kleinen grauen Post-its, also rechts unten neben dem Lernpfad. Also das sind die Themen der Woche. Das ist Verweis, welche Kapitel im Lernguide soll ich lesen? Das hat ein bisschen gefehlt bisher, ja, also welche Kapitel eignen sich da ganz konkret? Dann gibt es jedes Mal eine Aufgabe. Also zum Beispiel am Anfang recherchiere andere Communities in deinem Unternehmen und wie würdest du sie typisieren? Ja, also wirklich auch Praxisbezug. Und dann drittens, neuen Aspekt, den wir jetzt in jeder Woche drin haben, ist so ein Review und Reflexion, wo wir auch auf den Canvas referieren. Der Community Canvas, Tanja, korrigiere mich, community-canvas.org, glaube ich, ist die korrekte URL. Und einige von uns haben das wirklich auch in der Praxis verwendet. Also der Hardy hat da tolle Praxiseinsichten, wenn er den mal noch nachher anhaut, weil damit kann man wirklich eine große Menge von Leuten in den Community-Aufbau mit einbeziehen. Und wir haben das in den Lernpfad integriert, um einfach auch zu sagen, ja, zum Beispiel Halbzeitreflexion, jetzt gehst du nochmal zurück, ja, auf Kapitel Konzeption oder so, weil wir halt auch sehen, das ist ein iterativer Prozess. Das, was du vielleicht am Anfang mal festgelegt hast, das musst du später vielleicht nochmal angucken oder darfst du später nochmal angucken, weil du einfach tolle neue Erkenntnisse hast und da einfach auch nochmal schärfen kannst. Und dabei hilft der Canvas und deswegen haben wir den in den Lernpfad mit integriert. Gut, und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch Tipps für weiterführende Themen gemacht. Also ja, da gibt es auch überall noch Lücken. Ja, das ist jetzt vielleicht auch die kleine Botschaft noch an euch. Wenn ihr euch da was angucken wollt oder wenn euch spontan was einfällt, tolle Quellen zu den einzelnen Stationen, die können wir uns natürlich auch liefern. Die nehmen wir sehr dankbar auch an. Ja, sorry, Katharina. Also mach du wieder was. Jetzt weiter. Darf ich? Okay, ja. Danke. Du darfst, nein. Also, ich habe ganz kurz eine Frage. Ich gebe keine Erlaubnisse. Ich habe ganz kurz eine Frage. Darf ich kurz? Na klar. Ja. Okay, hi, Thomas hier. Wir wollen unsere externen Communities Richtung Kundenbindung intensivieren oder neu aufsetzen. Also macht es da auch Sinn oder ihr kommt da teilweise eher aus internen Communities oder ist es generisch der Guide? Also es gibt zu Anfang gibt es so einen Überblick über die unterschiedlichen Arten von Communities. Und generell, also würde ich sagen, er bezieht sich auf Communities of Practice schon mit einem Fokus, mit einem internen Fokus. Ich würde aber sagen, also auch aus meiner Erfahrung, meinem beruflichen Feld, der lässt sich auch generisch gut anwenden. Ne? Also es gibt dann Unterschiede bei Plattformfragen zum Beispiel, die stellen sich ein bisschen anders oder Engagement und Moderation und also die stellen sich halt in einem anderen Kontext, aber ich würde sagen, wenn du weißt, welcher Strategie das ist, wer die Mitglieder sind, was die Zielgruppe ist, dann kannst du das gut auch darauf anwenden. Habe ich selber auch schon gemacht. Also wir haben viele so Netzwerke und Communities, die verschiedene Unternehmen bei uns eigentlich miteinander verbinden und da trägt er ganz gut. Ja. Wenn man selber das Umfeld gut kennt, so würde ich es vielleicht mal beschreiben. Okay. Also es ist schon so, du hast recht, ich glaube, viele von uns kommen aus dem internen Bereich und ich glaube, wir haben uns auch so ein bisschen in der Perspektive darauf konzentriert, einfach weil wir auch gesehen haben, da gibt es gar nicht so viel auf dem Markt, so eine wirkliche Kunden-Community oder so, wie das John O'Bacon in seinem Buch beschreibt. Ja, also das ist jetzt sicher nicht ganz unser Fokus. Da würde ich dann eher vielleicht auch auf den Community Canvas mal gucken, weil da sind auch viele Teile drin, die man jetzt in internen Communities gar nicht so erörtern kann. Wie Katharina auch gesagt hat, Technologie ist da eine ganz andere Frage, weil vieles oft auch schon vorgegeben ist. Okay, ich gucke mir auf jeden Fall mal an, nochmal dann, danke. Kurze Frage in die Runde. Soll ich ganz kurz durchgehen? Die Inhalte des Lernpfades? Kurzes Daumen hoch, Stimmungsbild oder gibt's, wollt ihr einfach? Ja? Gut, ich sehe ein paar Daumen. Da müsst ihr euch die Augen nicht reiben wegen des kleinen Bildes hier. Genau. Der Lernpfad steigt ganz, ganz breit allgemein an mit der Frage eigentlich, welche Arten von Communities gibt es so? Also was sind da die Unterscheidungen eben auch in intern, extern, Communities of Practice, Communities of Interest,
und welche Rolle, das wird da erstmal so grob umrissen, hat da eigentlich ein Community Manager, auch die Frage, wie ist denn das eigentlich mit so Graswurzel-Communities versus Bottom-up? Gucken wir da so ein bisschen drauf. Und von dort geht es dann in den zweiten Schritt, so mit dem Hintergrundwissen, was gibt es eigentlich, was könnte eine Community sein? Dann wird darauf geguckt, welche Art von Community wollt ihr eigentlich gründen? Was soll dort eigentlich stattfinden? Dort wird auch auf das Community Canvas verlinkt. Nochmal so der Lifecycle gezeigt, also Communities entstehen, sie wachsen oder eben auch nicht, wie gesagt, auch in iterativen Wegen und manchmal gehen sie halt auch zu Ende oder relativ oft, sodass man das Ganze auch vielleicht teilweise sogar vom Endpoint her denken kann. Also dort gibt es die konzeptionellen Grundlagen. Der Achim hat vorhin schon was über Community-Strategie gesagt, damit geht es eigentlich in diesem Ziel, in dem Punkt Ziele ganz gut los. Es hat sich einfach als ganz gut erwiesen zu sagen, sich klar darüber zu sein, was soll sich, das ist hier so mit so einem schönen Futur 2 formuliert, was wird sich im Unternehmen durch die Community verändert haben? Also welche Veränderung wird eigentlich angestrebt? Also oft haben wir so gemerkt, wenn Communities Probleme haben, hat es oft damit zu tun, dass diese Fragen sich gar nicht so richtig gut gestellt wurden. Also warum gibt es uns eigentlich? Und was ist eigentlich der Sinn und Zweck unseres Daseins? Genau. Von da geht's dann noch ein Stückchen reingezoomt in die Zielgruppen. Also wer sind eigentlich so die Mitglieder? Und da ist der schöne Satz, ich glaube, Tanja, der kam von dir im Guide. Die Antwort ist hier, es sind nie alle. Also zu sagen, auch eigentlich sind wir für alle Mitarbeiter des Unternehmens da, dann hat man ein unternehmensweites Netzwerk. Das ist auch gut und wichtig und richtig, ist aber ein bisschen anders als eine Community. Genau, und da gibt es weder richtig noch falsch. Wichtig ist einfach, dass man irgendwie eine Vorstellung hat, wer die Mitglieder sind, wie man sie am besten erreicht. Ist es eine kleine Gruppe von Experten, sind es eine große Gruppe an Innovatoren und. Darüber Klarheit zu gewinnen, dafür ist das Kapitel da. So, okay. Irgendjemand hat sein Mikro an und dann gehen wir in die Inhalte und Aktivitäten und auch die Formate. Auch das bezieht sich so ein bisschen, ist sicher zielgruppenmäßig unterschiedlich, also passend für das, was man erreichen will und den Personen, mit denen man das tun will. Was passt denn da eigentlich? Was soll dort so besprochen werden? Und in welcher Art und Weise funktioniert das gut? Also zum Beispiel könnten Peer-Learning-Session ein gutes Format sein oder externe Speaker, die man irgendwie reinbringt. Gibt jetzt verschiedene Vorschläge an Formaten, die da möglich sind. Und immer wieder, wie gesagt, auch mit dem Verweis auf den Canvas die Möglichkeit, sich selbst zu überlegen, was passt denn jetzt eigentlich auf mein konkretes Setting? Genau, nächster Punkt, Technologien und wie gesagt, wichtig der Hinweis, ne, das ist ja das folgt jetzt nicht alles so nach und nach. Oft ist die Frage nach Technologien entweder eine, die sich die Leute ganz zuerst stellen. Wir haben sie bewusst ein bisschen später reingenommen, weil es immer wieder davon ausgeht zu sagen, eine Community ist keine Plattform, eine Community ist eine Gruppe von Menschen. Also das so als Kernsatz zieht sich immer durch und die Technologien haben so eine blöde Art und Weise, uns davon immer wieder abzulenken. Der Fokus geht ganz schnell. Sind wir eine Teams oder sind wir eine Yammer-Community? Nee, wenn ihr nur eine Plattform seid, eine technische, seid ihr vermutlich gar keine Community. Und in vielen Unternehmen ist das halt auch einfach vorgegeben, ne? Also da hat man oft gar nicht so den Einfluss drauf. Also das entscheidet die IT. Dann ist eigentlich oft eher die Frage, wie nutzt man die bestehende Technologie in der Art und Weise, in der es wirklich gut ist. Denn jede Technologie kommt mit Einschränkungen. Man findet sie meistens blöd. Man wünscht sich meistens, man hätte was anderes. Es geht allen Firmen so. Und die Frage ist eigentlich hier für eine interne Community oft, genau, wie mache ich das Beste aus dem, was ich habe, was nutze ich in welcher Art und Weise und wie gesagt, der Hinweis auf die externen, da gibt es ja dann nochmal ganz andere Aushandlungsprozesse, vielleicht Einschränkungen, Fragen nach Open Source und so weiter, die sich intern oft nicht so stellen. Dann sind wir auch schon beim Bergfest, Halbzeitreflexion mit Feedback und das heißt jetzt nicht die Halbzeitreflexion des Lebens der Community, sondern in dem Vorbereitungsprozess, das heißt, das ist ein Punkt, wo die vorgeschlagene Aktivität ist, von unserer Seite zu sagen, holt euch doch mal Feedback von Stakeholdern und von potenziellen so Core-Team-Membern ein der Community. Was sagen die eigentlich dazu? Finden die das? Ist das sinnvoll? Holt euch einen Input. Dafür wird die Halbzeitpause genutzt, also eine proaktive Pause. Und dann geht's weiter, nochmal intensiver mit Teams und Rollen. So meiner Erfahrung nach ist es so, dass das Thema schwingt immer mit, schon von Anfang an, ne? Schon vom ersten Punkt Arten von Communities, wer macht hier eigentlich was?
Hier wird da nochmal explizit der Fokus drauf gelegt. Wer sind denn jetzt Community Manager und braucht vielleicht auch irgendwelche Spezialrollen in manchen so Fachcommunities? Tut man gut dran, noch so Fachkuratoren, Kuratorinnen drin zu haben. Da gibt's auch wieder Best-Practice-Beispiele, wie das gut funktioniert. Und auch ein Blick drauf, wer könnten denn wirklich Mitstreiter und auch so Power-User sein, ne? Das ist ja wahrscheinlich bekannt, ne? In der Community sind nie alle gleich aktiv. Das ist auch gar nicht das, was man anstreben sollte. Aber man sollte irgendwie gut kennen die Leute, die sich wirklich gut einbringen. Und die lernt man auch im Leben der Community immer kennen. Aber schon am Anfang mal zu überlegen, auf wen kann ich denn hier eigentlich bauen, dass das keine Ein-Mann-Ein-Frauen-Aktion wird, ist ganz wichtig. Genau, dann ein Blick auf Content. Wie sollten Inhalte gestaltet werden? In Blogs, in Stories. Wie kann man das Wissen eigentlich im Hier und Jetzt gut verfügbar machen? Es geht so Hand in Hand auch mit Kollaboration. Wie arbeitet man auch gemeinsam an Content? Das ist ja so der große Vorteil, dass eben nicht eine Person irgendwie ein Dokument final schreibt, bis es dann in einer PDF veröffentlicht wird oder so, sondern wie kommen wir eigentlich dahin, gemeinsam gut Inhalt zu gestalten? Im nächsten Teil geht es dann viel nochmal um Fallbeispiele und Good Practice in Bezug auf, wie funktioniert eine gute Moderation. Und auch da wieder mit dem Hinweis, nimm mal Kontakt zu anderen Community-Managern auf, die du so kennst. Über welche Probleme stolpern die, was funktioniert bei denen gut. Also haben wir auch immer so ein kleines Netzwerkelement damit reingenommen. Immer mal wieder so Hinweise, mach das nicht alleine, vernetz dich auch mit anderen Community-ManagerInnen. Genau, und dann so zum Abschluss haben wir nochmal eine Krise und dann direkt darauf ein Fest. Nochmal ein Hinweis darauf, welche Schwierigkeiten können eintreten, auch da wieder aus Beispielen. Was sind so typische Probleme? Manchmal haben die mit, also im schlimmsten Fall können sie so mit Hate Speech zu tun haben. Wie geht man damit eigentlich um? Oft ein Problem, es passiert nicht so richtig was. Wie kriege ich ein neues Leben in die Community? Oft ein Problem, die Ressourcen stimmen nicht mit den Zielen oder den Veränderungswünschen überein, vielleicht da nochmal gut, schau nochmal aufs Konzept am Anfang oder gibt es eine Möglichkeit, nochmal neue Ressourcen reinzuholen. Auch da wieder viel der Hinweis auf Beispiele. Naja, und dann wird erstmal gefeiert, feiern und wie geht's weiter? Der nächste Schritt wäre ja dann tatsächlich, ne, die Community entweder aufsetzen, falls es nicht schon vorher passiert ist, oder danach aufzusetzen und die Frage, ne, wie kann man sich weiterhin gut unterstützen. Ja, das ist der grobe Blick auf den Lernpfad. Wir haben noch ein paar Minuten, von daher gerne Fragen an uns alle, Feedback, was fehlt, was gehört rein, wie jetzt aus eurer Sicht ihr arbeitet oder wollt alle mit Communities arbeiten, fände ich es nochmal wichtig, vielleicht, was sind so die Dinge, die ihr da braucht und findet oder noch nicht findet? Ich habe eine grundsätzliche Frage zu dem Thema Zeit. Der Beteiligte ist es ja immer so, Freiwilligkeit und Zeit und so. Und also oft scheitert das, also so meine Erfahrung dann daran, dass die Leute zwar Lust hätten, aber nicht die entsprechende Zeit haben oder bekommen, je nachdem, wo sie sozusagen dann herkommen. Braucht es da irgendwie einen Stack dann vom Management oder wie ist denn da so eure Erfahrung? Wer will? Ja, das ist... Das geht wahrscheinlich in Richtung Team und Rollen. Also Ziel dieser Gedanken, die man sich zum Beispiel bei so einem Lernpfad macht, ist ja auch mehr Selbstbewusstsein für die Tätigkeit zu gewinnen. Also Selbstbewusstsein, was sind eigentlich meine Rollen, was muss ich eigentlich tatsächlich tun, wie viel Aufwand bedeutet es eigentlich. Am Ende des Lernpfads sollte ich das grob wissen, ja, und bin dann vielleicht auch selbstbewusster gegenüber meinen Managern, Managerinnen, um dann halt zu sagen, ja, ich brauche hier einfach auch Ressourcen, weil Community Management, das bringt zwar 34 Mal mehr Nutzen, also für jeden reingesteckten Euro kriege ich 34 Euro raus sozusagen, aber ich brauche dafür eben trotzdem auch Zeit. Klar, es braucht auf jeden Fall ein Buy-in und ich glaube, dass, ich weiß jetzt nicht, wo wir es beschreiben, spätestens im Kapitel Team und Rollen, aber sicher auch in Richtung Konzeption, weil natürlich muss die Konzeption schon beinhalten, erstens den Management-Auftrag, ja, wenn es einer ist, wenn es keine Grassroot-Community ist, aber natürlich auch die Motivation und die Wünsche meiner zukünftigen Community berücksichtigen. Okay, also meine Frage bezog sich aus Graswurzel-Initiativen. Ja.
Andersrum ist es einfacher, glaube ich. Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, andersrum kann es problematischer sein. Nee, wirklich. Also ich glaube, du hast natürlich in so strategischen Communities vielleicht irgendwo steht dabei dann irgendjemand drin, du darfst dich 2 Stunden pro Monat oder wenn es gut kommt pro Woche der Community widmen. Aber wenn die Leute es nicht fühlen, dann werden sie es auch nicht tun. Ne? Dann ist das immer das, was hinten überfällt. Was ich so bei Graswurzel-Communities bei uns erlebe, die sind ja oft, also wir haben eine sehr aktive Diversity-Community, die haben unglaublich was erreicht. Auch die Knowledge and Learning Community, die ich jetzt mit aufgebaut habe, das sind dann oft Leute, die halt über die Arbeitszeit heraus sich einem Thema wirklich verpflichten, ne? und da was wirklich bewegen wollen. Das heißt, da spielt dann die Zeit nicht so eine Rolle. Dann macht man da auch nochmal ein bisschen was in der Freizeit. Also da, das gibt oft eine Energie, die man in so strategisch aufgesetzten Communities gar nicht so findet. Also von daher würde ich dich da eher ermutigen und sagen, da bist du eigentlich in einer ganz guten Situation. Ja, danke. Ich glaube, vielleicht noch ein Hinweis, Alex. Ich glaube, die Kunst liegt darin, die Arbeit und die Zeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Also was Katharina auch in der Präsentation gesagt hat und Achim immer auch wieder betont hat, nutzt euer Netzwerk, nutzt andere Community Manager, die vielleicht irgendwie cross-posten oder wie auch immer Beiträge sharen und da eben Content bringen in eure Community rein und verteilt die Arbeit und die Zeit auf mehrere Schultern. Ich glaube, der Zeitgewinn ist auch noch in dem Kapitel 9 mit drin, weil wenn ich auch Content produziere oder auch Dokumente erstellen muss in der Community oder in der Firma, dann tue ich mir einfach eben gemeinsam leichter. Ja. Mhm. Das ist wahnsinnig schwierig, sowas alleine zu machen, und das glaube ich auch Beipflicht nochmal der Katharina, wenn du da eben eine Job-Description hast für diese Community-Arbeit, wird es schwierig, wenn die anderen nicht mitziehen. Also das, was wir gestern gehört haben, Daniel Messe, glaube ich, Invite, ist der erste Schritt und der Schlüssel, glaube ich, zum Erfolg. Stichpunkt Zeit. Sie rennt. Es ist immer das Gleiche in diesen Barcamps. Ich hatte noch einen kleinen Punkt, aber wahrscheinlich habt ihr das drin, also eine Herausforderung, die jetzt bei uns in den Lerncommunities intern ein Thema immer ist, ist der Wandel bei den Rollen. Ne? Ich habe selten, jetzt kann ich neue Community Manager einstellen, sondern es macht vielleicht ein Trainer oder wer auch immer. Ne? Und ich glaube, was habt ihr das berücksichtigt jetzt im Bereich Rollen oder Engagement? Das ist vielleicht auch ein Thema, Moderation. Ich meine, weißt du, dann gibt es eben so Aussagen, hey, ich bin Experte, ich bin kein Moderator. Was soll ich da? Und ich kriege kein direktes Feedback, wie jetzt wie in einem Klassenraumtraining und so weiter. Und den Wandel, fand ich jetzt schwierig. Klar gibt es immer so die Early Adopters, die nach vorne rennen und alles neu toll finden. Aber dann gibt es die Kritiker oder die große Masse, die man ja auch irgendwie mitnehmen muss oder weiterentwickeln muss. Also so ein Wandel, so von einer Expertenhaltung zu einer lernenden Haltung ist so ein bisschen das, was du ansprichst. Zu einer Moderatorenhaltung. Mhm. Mhm. Ist ein guter Punkt. Ich glaube, das können wir noch ein bisschen besser, noch ein bisschen mehr beleuchten. Ne? Ja, ich glaube auch. Also eigentlich spielt es jetzt bei mir, ich mache ja auch interne Community-Manager-Qualifizierung, da sage ich natürlich auch, es ist erstmal an alle gerichtet, aber sag halt auch, ja, wir haben hier traditionelle Rollen, einerseits zum Beispiel traditionelle KommunikatorInnen oder Wissensarbeiter oder ProjektmanagerInnen oder TeamleiterInnen, ja, und für alle, die heißt es natürlich auch, dass sie ihre bisherige Tätigkeit nicht einfach aufhören, sondern die einfach mit Community Management noch um einen Aspekt erweitern können. Mhm. Und eigentlich spielt es eine sehr wichtige Rolle. Aber wie Katharina schon sagt, ich glaube, wir haben es nicht so explizit unter Teams und Rollen ausgeführt. Komisch, dass es uns entgangen ist. Ja, guter Hinweis, danke. Gute Anregung. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja, gerade in Expertenorganisationen, ne, ist das ein Riesenthema. Also es kann schon ein ziemlicher Shift für die Leute sein. Ja. Danke. Also das kann ich nur unterstreichen. Ich hatte gerade letzte Woche, oder war es diese, ein anschauliches Beispiel, wo wir bei Domains of One's Own, wo es darum ging, so einen Schritt die Community anzustoßen. Und da habe ich mich dabei ertappt, wie ich so im Modus war, organisieren für andere Modus.
Und dann die Moderatorin das aber gemacht hat, so, ja, also wann wollt ihr euch denn treffen? Und ah ja, und ich gebe euch das jetzt mal ab. Und das war so schön zu sehen, dass dieser Wechsel vom Modus Machen-Modus oder ich organisiere Modus als Moderatorin hin zu ich lasse machen. Und das fand ich sehr interessant. Ich war ein bisschen erschrocken, dass ich das so stark merkte, dass das wirklich ein ganz anderer Habitus dann ist. Deswegen fände ich das super, wenn ihr das dann noch reinbringt, weil ich glaube, also ich habe das total unterschätzt, dass das eben wirklich eine andere Herangehensweise ist. Ja, danke. Ja. Ich denke gerade auch so vielleicht, ne, wir haben bisher ziemlich so ausführlichere Fallbeispiele, aber vielleicht selbst solche kleine Experiences, wie du gerade beschreibst, sind vielleicht sogar auch gar nicht so schlecht mit reinzunehmen in den Text. Ne? Was sind eigentlich so Momente, wo man selber gemerkt hat, Mensch, hier muss sich irgendwie was ändern. Super. Ja, ich glaube, wo sich auch viele schwer tun, ist natürlich das Thema Engagement, also auch die Erwartungshaltung an Engagement. Also ich kriege nicht unbedingt immer direktes Feedback, wenn ich einen Post mache, jetzt wie wenn ich was sage in einem Workshop, da sehe ich ja die Leute. Also, aber habt ihr, oder? Engagement ist da drin und verschiedene Möglichkeiten und Tipps, also von Push und Wettbewerben und Pipapo. Ich glaube, da tun sich viele schwer, oder? Ja, das ist eine Dauerfrage. Also die kommt, egal welchen Reifegrad deine Rolle als Community Managerin jetzt schon hat, die stellst du dir dauernd, ja, diese Frage. Und da gibt es natürlich schon im jetzigen Guide ganz, ganz viele Anregungen zu Maßnahmen und so weiter, wie kann ich Engagement steigern. Aber sogar jetzt Richtung Strategie, wir haben da jetzt ja gezielt so einen Maßnahmencocktail drin, welche Maßnahmen sind besonders gut, um halt wirklich auch Engagement zu steigern. Also es steht ein bisschen rechts neben diesem Lernpfad, da könnt ihr ja vielleicht danach nochmal gucken, die Zeit reicht jetzt wahrscheinlich nicht mehr, da ausführlich drauf einzugehen, aber gerne auch nochmal gucken, welche Strategie Top-Ziele sind eigentlich wichtig, welche könnten wir vielleicht auch noch aufnehmen. Genau. Aber Engagement ganz wichtig. Achim, willst du noch zwei, drei Worte sagen zu dem Thema Strategie? Wenn du ein bisschen nach rechts rüber gehst, ja. Das mache ich doch sofort. Ja. Also wir sind ausgegangen tatsächlich von einer sehr guten Sammlung von Maßnahmen, Aktivitäten, Inhaltsvorschlägen oder Taktiken. Ja, Taktiken, wie ich monitore meine Community regelmäßig und ich versuche Fragen zu stellen oder Aktivitäten, wie ich mache eine Serie oder ich mache ein Ritual in der Community, das wöchentlich wiederkehrt, bis hin zu Inhalten, also Blogparade und so weiter. Aber was noch nicht so bisher da war, vielleicht noch ein bisschen größer, wenn es geht. Ich sehe es noch relativ klein. Geht schlecht. Ja. Ich tue, was ich kann. Was halt bisher nicht da war, ist halt sagen, ich habe Need, wirklich meine User-Onboarding-Journey, wie ich das jetzt hier so marketingtechnisch streiche, also neue Nutzer begrüßen und dann langsam integrieren. Vielleicht werden die dann ja irgendwann mal Core-Team-Mitglieder. Wie kann ich da gute Maßnahmen machen und das schärfen? Viele denken an Go Live, deswegen steht es ja an erster Stelle, aber mit dem Go Live hört es natürlich nicht auf, aber ich kann natürlich zum Go Live auch ganz bestimmte tolle Maßnahmen machen, die ich vielleicht später nicht mehr so relevant sind. Ein wichtiges Thema ist vielleicht auch noch Zusammenarbeit, Koordination, was jetzt so im klassischen Kommunikationskontext, wenn eine Community vor allen Dingen Kommunikation ist, nicht so auftaucht, aber auch hier kann ich halt bestimmte Ratschläge geben oder Maßnahmen machen, unfertige Strukturen, ja, also das, wo Leute sich bemüßigt fühlen, wirklich auch mitzumachen, weil es einfach noch Fehler oder Unvollständigkeiten enthält, solche Ratschläge kämen hier halt rein. Und was ihr hier seht, sind halt Strategie-Cocktails. Zu jedem dieser Stichworte gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Und vielleicht habt ihr da noch einen anderen Need, einen anderen Top-Need für eure Communities. Seht ihr, dass da noch irgendwas fehlt oder habt ihr dazu eine Frage? Ich hätte noch mal eine Frage, habe ich gerade im Chat gestellt. Was ist mit, ich schreibe ja, dass es im Grunde genommen um Gründung von Communities geht.
Was ist, wenn wir sozusagen da schon bestehen, die Communities haben? Wie lässt sich der Guide auch dauerhaft dann sozusagen nutzen? Du meinst jetzt, wenn ich jetzt, um meine bestehende Community irgendwie zu, ja, neue Richtung zu geben oder was? Genau, da einfach halt für Community Management in der bestehenden Community das zu optimieren oder vielleicht auch einfach das dauerhaft sozusagen, so wie so ein Lernos ist, hat ja die Möglichkeit, dass ich nach dem Abschluss weitermachen kann sozusagen mit der nächsten Iteration. Lässt sich das abbilden oder? Ich denke auf jeden Fall, ja. Also Katharina? Genau, ich hatte ganz kurz im Chat schon geantwortet. Also ich glaube gerade diese Themen, ne, Engagement, Moderation, welche Formate und so weiter, das bleibt laufend. Auch dieser Punkt, ne, zu Krisen, was mache ich, wenn es irgendwie hakt. Aber ich glaube, ich finde nochmal die Frage ganz interessant, weil ich glaube, man kann da schon nochmal stärker drauf eingehen. Also auch so, ich glaube, du hast das in der Strategie mit drin, Achim, ne? Also diese Punkte, was mache ich eigentlich? Ne? Gucke ich jedes halbe Jahr nochmal irgendwie aufs Konzept? Wie gehen wir als Core-Team irgendwie mit der Weiterentwicklung um? Ich mache mir da mal einen Merker, dass wir da nochmal vielleicht das nochmal sichtbarer machen. Also die Zeit ist jetzt eigentlich schon um. Vielleicht noch einen letzten Satz. Lernpfad, wir hatten vorhin gesagt, wir haben so eine reflexive, so ein reflexives Element jede Woche drin. Ja, da muss ich jetzt nicht derjenige oder diejenige sein, die da anfängt zu konzeptionieren. Da kann ich auch schon ein fertiges Konzept haben, weil wenn ich diese Station dann nochmal durchschaue und einfach mein bestehendes Konzept einfach nochmal überarbeite, dann habe ich auch was davon. Ja, und selbst viele, die jetzt bei mir in der Quali sind, die haben teilweise schon Communities, die sagen, aber da habe ich jetzt wirklich Dinge nochmal neu gedacht. Das hat mir unheimlich viel gebracht. Ja, also auch wenn ich angeblich von Anfang an loslege, auch mit was Bestehendem kann ich da durchaus neue Welten erschließen. Schade, schon vorbei. Vielen Dank. Guckt nochmal auf das Concept Board, wenn es Leute gibt, die auch noch Lust haben, mitzuarbeiten an dem Guide. Der ist in der finalen Phase. Wenn ihr sagt, ihr wollt da nochmal Feedback geben, tragt euch da bitte ein. Wir würden das gerne, wenn wir noch ein, zwei Schritte weiter sind, auch nochmal weiter teilen und da gezielt nochmal Rückmeldungen mit aufnehmen. Findet ihr auf dem Link übers Concept Board in dem gelben Viereck. Genau, oder sprecht uns einfach später an und wir kommen dann nochmal in die Assembly rein und treffen uns dann einfach nochmal. Stimmt, wir sind auch noch am Lagerfeuer den ganzen Tag. Sehen wir uns dort. Ja. Tschüss. Macht's gut, noch viel Spaß. So, wir sehen uns. Danke euch. Wenn man hier wieder rauskommt.